Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Conan, der Irish Terrier aus der Rubrik Erfahrungsberichte. Heute geht es um die Ruhe. Ich fand ja schon immer, dass Conan war immer ein sehr unruhiger, sehr hibbeliger, sehr nervöser, aufgeregter Hund. Und das lag, glaube ich, zu einem großen Teil auch daran, dass wir von klein auf immer sehr, sehr viel mit ihm gemacht haben. Wir haben wirklich alles Mögliche geübt, trainiert, nur eben nicht Ruhe. Man sagt ja immer so, dass ein Hund zwischen 18 bis 20 Stunden ruhen soll am Tag. Das heißt jetzt nicht, dass er unbedingt im Tiefschlaf sein soll, aber Ruhe heißt eben, dass nichts passiert. Der liegt halt irgendwo rum, da kann er wach sein, da kann er schlafen. Aber nur an 4-5 Stunden am Tag ist überhaupt so richtig Action, also dass der Hund wirklich in Bewegung ist. Und das haben wir früher nie so richtig eingehalten. Und das hat sich dann halt ziemlich bald in verschiedenen Situationen bemerkbar gemacht, weil er einfach sehr, sehr unruhig war. Es gab schon immer Situationen, wo er, wie ich fand, verhältnismäßig ruhig war, wie hier zum Beispiel. Also kann man jetzt auf dem Bild nicht so gut sehen und auf dem Video, aber es ist ein richtig dolles Gewitter. Es donnert im Hintergrund ganz dolle und er liegt da und er schläft. Das Gleiche hatten wir ja auch schon zum Beispiel zu Silvester. Ja, da ist er auch ganz, ganz ruhig. Da liegt er mit uns auf dem Sofa und guckt sich das Feuerwerk an, aber da ist er weder ängstlich noch aufgeregt noch sonst irgendwas. Das ist was, das konnte er schon immer ziemlich gut. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Situation, Conan ist als Irish Terrier ja nun mal eben ein Terrier und damit eben ein Jagdhund. Wir sind hier auf einem Feld unterwegs oder auf einem Feldweg, wo wir auf der einen Seite eine Gruppe Rehe haben und auf der anderen Seite ebenfalls eine Gruppe Rehe. Und der Hund läuft in der Mitte dazwischen durch und macht nichts. Also der riecht die natürlich, er hört sie vielleicht, er hat sie glaube ich noch nicht gesehen. Und das sind immer Sachen, da war er immer sehr, sehr ruhig. Ich habe ihn jetzt, das sieht man hier, mit zur Arbeit genommen, denn wir wollten halt die Aufregung auf ein absolutes Minimum reduzieren. Und das hieß halt auch, er war immer sehr aufgeregt in der Hundetagesstätte. Wir haben ihn da jetzt rausgenommen, das heißt aber, ich muss ihn eben auch mal mit zur Arbeit nehmen. Und auch da war er am Anfang sehr unruhig, man musste ihn immer anleihen, damit er überhaupt mal liegen bleibt. Er hat immer rumgefiebt und hatte ständig Durchfall, weil er sich so aufgeregt hat. Und inzwischen hat man ja auf den Fotos gesehen, sucht er sich da irgendwo so einen Sonnenfleck, legt sich hin, also nicht immer die ganze Zeit, aber auch schon mal und ruht halt. Und das kommt halt immer häufiger vor. Zu Hause hatten wir eigentlich nie so wirklich ein Problem, also hier ist er nie wie so eine angestochene Hummel rumgelaufen, sondern er hat schon immer größtenteils auf dem Sofa gelegen, hat sich kuscheln und schmusen lassen oder hat mit Fernsehen geguckt oder aus dem Fenster oder hat halt wirklich eben auch geschlafen. Er kam dann halt immer so, weiß ich nicht, alle halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht einmal in der Stunde an und hat dann angestupst und wollte dann gekrault werden, aber gar nicht unbedingt, dass er raus will oder Futter will oder sonst was oder spielen will. Das kommt auch schon mal vor, dass er einem so ein Spielzeug anbringt und dann damit beschäftigt werden möchte, sondern eher, dass er halt ein bisschen Körperkontakt sucht. Ja, und um diese Ruhe, die im Inneren verhältnismäßig gut geklappt hat, eben auch nach draußen zu übertragen, habe ich jetzt eben, ja, wie gesagt, die Hundetagesstätte sausen lassen. Er ist ja mindestens einmal in der Woche in irgendeinen Hundesportverein, Hundeschule gegangen, um irgendeinen Kurs zu machen oder sowas. Das haben wir auch vollkommen bleiben lassen. Und ihr habt ja sicherlich schon gemerkt, dass wir immer weniger Videos gemacht haben, weil wir auch das Training hier zu Hause, also irgendwelche sportlichen Übungen oder so, haben bleiben lassen. Ja, inzwischen, also wir haben ihn ja schon immer mit gerne in Gaststätten genommen und hier sieht man, da haben wir gerade so einen Live-Auftritt mit sehr schöner Musik, aber auch ziemlich laut, viele Leute und auch da schafft er es jetzt immer mal, sich hinzulegen. Wie haben wir das Ganze erreicht? Mühselig, muss ich sagen. Ich meine, er ist jetzt über 3 Jahre alt und ich musste mich selber ganz dolle zusammenreißen und es klappt auch wirklich erst seit diesem Frühjahr einigermaßen, dass ich selber auch, wenn wir mal unterwegs sind, ein bisschen mehr Ruhe verkörper, weil ich selber auch immer wie so ein angestochener Wildsau durch die Gegend gerannt bin und immer auf meine Schritte kommen will und immer irgendwie noch schneller die Runde schaffen oder so. Aber jetzt, wie gesagt, wo das Wetter auch schön ist, da setze ich mich halt auch mal hin, genieße den Ausblick, genieße die Umgebung, die Gerüche, die Geräusche. Und wenn man halt selber so ein bisschen mehr innere Ruhe vermittelt, dann wird auch der Hund in der Regel ruhiger. Der lässt sich halt dadurch anstecken. Ich merke das selber ganz genau. Jetzt haben wir schon viele, viele sehr ruhige Spaziergänge über mehrere Monate geschafft.
wenn ich dann mal so einen Spaziergang habe, wo ich selber irgendwie genervt bin oder gestresst bin oder irgendwie in Gedanken woanders, also einfach nicht bei der Sache, dann überträgt sich das sofort. Also auch dann ist der Conan deutlich unruhiger, deutlich hibbeliger, deutlich nervöser, geht mir damit halt noch mehr auf die Nerven, ich bin dann noch gestresster und so weiter, dann schaukelt sich das immer hoch. Ich muss mir da also immer selber vornehmen, wirklich auch mal ein bisschen ruhiger zu sein. Wir gehen jetzt also hauptsächlich nur noch in Hundeauslaufgebiete zu Zeiten wie hier zum Beispiel, wo verhältnismäßig wenig los ist. Ihr seht ja, das ist hier Frühsommer oder später Frühling oder irgendwie so. Also man kann schon ins Wasser. Es sind auch Hunde da auf beiden Seiten. Früher wäre das undenkbar gewesen, dass er hier mal verhältnismäßig ruhig stehen bleibt. Er wäre sofort zu den anderen hingeprescht. Das ist jetzt hier irgendwie 19, 20 Uhr am Grunewaldsee. Ist ein sehr schöner Hundeauslauf, aber in der Regel proppenvoll mit Hunden. Auch hier ist sein übliches Ding. Er sieht Hunde, er lauert den immer auf. Der springt jetzt auch los, aber trotzdem ist er verhältnismäßig ruhig die ganze Zeit gewesen. Wir treffen nicht mehr so viele Hunde. Das hat ihn halt auch immer sehr aufgeregt, also auch freudig aufgeregt, aber eben doch aufgeregt oder auch angespannt. Und es klappt ja nicht mit jedem Hund immer super, aber überwiegend eben doch. Ja, und so haben wir das jetzt halt gemacht. Also wirklich Hundeauslaufgebiete zu Zeiten aufgesucht, wo weniger Leute da sind, haben das Ganze mit mehr Ruhe gemacht. Ich versuche auch nicht immer so viel auf den Hund einzuquatschen. Ich setze mich halt selber auch mal hin. Hier, wenn schönes Wetter ist, da kann man sich ja mal eine Picknickdecke mitnehmen und ein Buch und man liest halt mal was oder man isst ein bisschen was und überlässt den Hund mehr oder weniger sich selber. Wie ihr seht, der trottet dann hier so ein bisschen rum, der schnüffelt, der erkundet. Es ist jetzt nicht so, dass bei uns jetzt nur noch total tote Hose und Langeweile ist. Also wir machen trotzdem Dummy-Suchen und wir haben ihm auch öfter jetzt mal die Frisbee geworfen. Das powert ihn ziemlich schnell aus. Dafür ist es jetzt momentan aber einfach gerade zu warm. Ich lasse ihn da mal irgendwelche Futterbröckchen suchen oder mal irgendwo raufklettern. Aber wir machen halt deutlich weniger davon, deutlich kürzer davon. Und sobald ich merke, dass er sich da wieder total reinsteigert, dann höre ich auch auf damit. Ja, und so kommt es, dass er halt jetzt, wie man auch hier sieht, ist auch ein Hundeauslaufgebiet, doch verhältnismäßig ruhig ist. Natürlich tut die Temperatur im Moment ihr Übriges dazu, ne? Also wenn es so warm ist, da ist er sowieso ein bisschen träger und ein bisschen ruhiger. Aber also ich hatte mir so ein paar tolle Bücher durchgelesen, da geht es auch um innere Ruhe verkörpern und so. Und in dem einen stand zum Beispiel, dass ein wirklich gestresster und aufgeregter Hund, dass das bis zu 8 Wochen dauern kann, ehe der mal wirklich all diese Anspannung loslässt, also in der sich nicht immer ständig und über alles aufregt. Und natürlich passiert auch innerhalb dieser 8 Wochen immer mal wieder irgendwas, wo der sich dann wieder aufregt. Da fängt man dann jetzt nicht wieder bei Null an, aber das ist natürlich jedes Mal wieder ein Rückschlag. Und ich denke, wenn das so warm ist und er sowieso so träge ist, dass wir jetzt gut Ruhe aufbauen können, auch mit verschiedenen Impulskontrollübungen, dass er halt wirklich sich mal ein bisschen zurücknimmt, ein bisschen ruhiger bleibt und so weiter. Und dass, wenn es dann wieder ein bisschen kühler wird und er dann auch aktiver wird, das vielleicht trotzdem bis dahin auf ihn abfärbt und wir deswegen ein bisschen entspannter unsere Spaziergänge machen können. Das ist ja vor allem draußen der Fall. Bisher haben wir es aber immer noch nicht geschafft, dass selbst wenn ich mich wie hier zum Beispiel mal hinsetze und mein Päuschen mache, dass er sich auch hinsetzt oder hinlegt. Der ist hier völlig K.O. gewesen auf dem Rundgang, den wir da gerade eben gesehen haben. Und trotzdem hat er sich einfach kaum mal hingesetzt oder hingelegt, nur wenn er wirklich nicht mehr weitergehen wollte. Aber ansonsten versuchen wir jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr Ruhe zu verkörpern, auch wenn wir hier auf unseren täglichen Spaziergängen das sind mehr oder weniger immer die gleichen Runden. Also es gibt die Wochenend- und die Werktagsrunde. Die Werktags sind natürlich morgens verhältnismäßig kurz, weil ich ja zur Arbeit muss. Auch wenn ich ihn mitnehme, ist die sehr, sehr kurz. Aber immer die gleiche. Und am Wochenende ist es dann eine deutlich längere, aber trotzdem immer die gleiche. Und am Abend ist es auch immer die gleiche Runde. Das ist natürlich eine gewisse Routine. Er kennt die Sachen dann. Da gibt es keine großartigen Überraschungen mehr. Und wir praktizieren jetzt auch öfter einfach mal stehen bleiben. Zum Beispiel von der Straße, auch wenn da gar nichts kommt, auch wenn grün ist, dann bleiben wir wenigstens einmal ganz kurz stehen, dass er halt lernt, dass er zum Beispiel auch nicht immer direkt auf die Straße gehen soll. Und ich merke einfach, dass dieses einfach nur mal ganz kurz innehalten und dann auf Kommando weitergehen sehr viel mehr Ruhe reinbringt. Ich mache das jetzt auch so, dass wenn wir wirklich auf der Straße, also auf dem Gehweg laufen, und da hat er Geschirr und Halsband und ist mit einer Leine an beidem angeleint, hat also relativ wenig Bewegungsspielraum. Und es gibt das Kommando bei mir.
Und dann gehen wir aber auch. Also jetzt nicht im Stechschritt, aber ganz normale Laufgeschwindigkeit. Aber wir gehen. Wir bleiben zum Beispiel auch nicht ständig stehen zum Schnüffeln und zum Markieren, sondern das machen wir halt erst, wenn wir den Park erreicht haben. Also bis wir zum Park kommen, gebe ich ihm trotzdem zwei, dreimal die Gelegenheit, weil das sind bestimmt 300, 400 Meter, gebe ich ihm zwei, dreimal die Gelegenheit, aber auch immer an der gleichen Stelle zu schnüffeln und zu pinkeln. Und wenn wir dann da angekommen sind, mache ich die Leine vom Halsband ab. Und er hat den vollen 2 Meter Radius, ist dann nur noch am Geschirr. Er kriegt dann sein Okay, dass er halt laufen darf, also beziehungsweise ja, eben nicht direkt bei mir bleiben darf. Aber vor allem darf er bestimmen, wenn es langsamer gehen soll oder wenn wir stehen bleiben. Es wird trotzdem nicht an der Leine gezogen und wir laufen trotzdem deswegen nicht schneller. Also ich bestimme immer noch, wie schnell wir maximal gehen und wo lang wir gehen. Aber wenn er stehen bleiben will, um zu schnüffeln, um zu gucken, um zu horchen, um zu markieren, dann bleiben wir stehen. Und das bringt halt auch einfach wirklich erheblich mehr Ruhe in den Hund. Ja, und ich muss sagen, also das mache ich jetzt seit, naja, Anfang des Jahres, also seit Februar, März oder so, machen wir das wirklich, also seit März auf jeden Fall sehr strikt mit diesem Gassi-Gehen. Und vorher haben wir halt schon, wie gesagt, mit all den Kursen aufgehört und ihm, es war im Dezember, aus der Huta rausgenommen und jetzt läuft es halt deutlich besser. Ja, so viel zum Thema Ruhe in den Hund kriegen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan, der Irish Terrier. Bis dann, ciao, ciao.